Hallo zusammen und hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal zu einem neuen kurzen Video. Wird nicht allzu lang werden, denke ich mal. Aber heute geht es mal wieder ums Fahren. Heute ist der Tag der alten Damen, der Old Ladies Day. Ich habe mir heute mal vorgenommen, meine alten Damen mal wieder auf die Strecke zu schicken und das möchte ich euch gerne zeigen. Dazu wünsche ich euch viel Spaß. Und ihr seht hier die ersten drei Lokomotiven stehen, die ich euch heute mal zeigen möchte. Erstmal hier im Stand. Auf dem zweiten Gleis, quasi neben dem Schürzenwagen, eine E52 oder eine bayerische EP5 aus der frühen Reichsbahnzeit. Zwar schon unter der Regie der Deutschen Reichsbahngesellschaft, aber noch mit der alten Bayern-Bezeichnung EP5. Daneben in Epoche 4 Ausführung von Primex die E32 oder dann 132 in grüner Lackierung. Und wir bewegen uns aufs andere Ende zu. Die E18, die seinerzeit einer der schnellsten Lokomotiven in den 30er Jahren, die die Deutsche Reichsbahn gebaut hat oder hat bauen lassen, so muss man es sagen. Ja, und die schicken wir jetzt einfach mal ein bisschen auf die Reise und dazu viel Vergnügen. So, und als erstes schicken wir mal die Bayernlok auf die Reise. Standesgemäß vor einem passenden Schnellzug, ebenfalls aus der frühen Reichsbahn-Epoche. Die Artikelnummern zu diesen Fahrzeugen und auch den anderen, die ihr noch sehen werdet, die reiche ich noch nach, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. So, und dann würde ich sagen, ab geht er! So ein schönes Modell, schon einige Jährchen auf dem Buckel, aber vor ungefähr 2 Jahren von mir auf digital umgebaut, läuft wunderbar. Und als nächstes taucht quasi aus dem Hintergrund die E32 auf. Mit einem schönen Personenzug mit B3Y-Wagen. Ja, und dann soll auch die mal ihre Runden drehen. Ach, herrlich. Einfach wunderbar. Ich habe irgendwie im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich ein Faible für die alten Modelle habe. Wenn die dann einmal digitalisiert sind, herrlich. Ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Modelle zu neuem Leben erwecken kann.
Ja, diese alten E-Loks mit Schubstangenantrieb, die haben was. Die haben es mir irgendwie angetan. Und so ganz nebenbei, diese Lok hier hat keinen Pufferspeicher und trotzdem läuft sie doch recht geschmeidig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Loks längere Zeit nicht gestanden haben, dann müssen die einfach mal erst ein paar Runden sich regelrecht einfahren. Und dann geht das recht gut. So, und als nächstes kommt jetzt die 118 oder vormals E18 ins Bild. Die zieht einen Schürzenwagen-Schnellzug, alles Epoche 4, von Märklin. Und finde eine super Zusammenstellung. Passt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, was gibt es zur E18 zu sagen? Natürlich auch digitalisiert. Und die hat von mir auch noch Führerstandsbeleuchtung bekommen. Und die Pantographen habe ich rot angemalt. Und dadurch ist das gesamte Erscheinungsbild irgendwie noch wesentlich vorbildgetreuer. Meine Meinung. Und es ist einfach herrlich hier zu sehen, wie schön sie dahin gleitet mit dem Schnellzug. Einfach immer wieder faszinierend. Ja, wie das manchmal so ist, ne? Eben noch die 118 in den höchsten Tönen gelobt und kaum, dass sie es ausgesprochen hatte, fing sie an zu spinnen. Der Motor drehte nicht mehr. Die CS3 ging in Überlast. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe dann erstmal die Lok auseinandergenommen und habe sie jetzt erstmal aufs Testgleis gestellt. Ihr seht das ja jetzt mal. Jetzt habe ich mir nochmal das Getriebe angeguckt. Einen kleinen Tropfen Öl rangemacht. Ja, und jetzt läuft sie wieder. Ich wollte euch das gerne einfach mal zeigen. Auch das passiert. Aber dass sie zu wenig Öl hatte, das kann man eigentlich nicht sagen, weil sie hat nicht nach Öl geschrien. Aber sie läuft jetzt wieder. Einwandfrei, finde ich. Na, ihr könnt euch selber davon überzeugen. Aber was da eben los war, ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Lass mal nochmal in die andere Richtung laufen. Ja, alles gut, alles prima. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn sie erstmal wieder läuft, dann ist das für mich die Hauptsache. So, dann wollen wir den Hobel wieder zusammenbauen und dann geht es auch langsam, aber sicher weiter. Als nächstes seht ihr hier die Baureihe 104 stehen, E04. Und das müsste Märklin 3049 sein. Wie gesagt, ich weiß die Nummer nicht genau aus dem Kopf, reiche ich aber noch nach, beziehungsweise trage es dann hier im Video ein oder ich packe es mit unter die Beschreibung. Ja, auch die 104 ist schon ein paar Jährchen bei mir in meinem Bestand, wurde ebenfalls vor ungefähr 2 Jahren auf digital umgebaut, hat nichts Besonderes, einen einfachen Lokdecoder von Märklin MLD3, normales Dreilichtspitzensignal in der Fahrtrichtung wechseln, Rangiergang zuschaltbar, dass es doppel-A-Licht dann geschaltet ist, aber sie fährt, sie macht Freude und ja, das sollt ihr jetzt auch mal kurz sehen.
Und unschwer zu erkennen, sie zieht einen Eilzug aus den alten Wagen mit Doppeleinstieg aus den 30er Jahren. Ja, und hier kommt als nächstes die E44 aus dem Tunnel geschossen mit einem Hechtschnellzug. Passt einfach wunderbar zu dieser Lokomotive, finde ich. Sieht klasse aus. Ist eins der neueren Modelle von Märklin. Hat ein bisschen Sound, nämlich die Lokpfeife. Aber das war ihrer Zeit geschuldet, mehr Funktionen gab es seinerzeit noch nicht. Ja, das war auch der einzige Sound, den diese Lok seinerzeit zu bieten hatte. Und das ist die sechste und letzte alte Dame in meinem Fahrzeugbestand. Stand heute, das wird sich sicherlich auch nochmal ändern. Ja, ihr hört es schon. Das ist die Baureihe 194, vormals E94. Ein Märklin-Modell, das ich seinerzeit analog gekauft habe. Und das ich dann seinerzeit habe umbauen lassen. Das war noch in einer Zeit, da traute ich mich schlichtweg an solche Dinge noch nicht ran. Heute sieht das natürlich anders aus, aber damals war das so. Ja, und diese Lok zieht jetzt einen schönen, langen Güterzug. Viel Spaß beim Zuschauen.
zum guten Schluss lasse ich die Old Ladies, die ehrwürdigen alten Damen, noch einmal hier im Bahnhof Revue passieren. Wunderschöne Modelle, die ich nicht mehr missen möchte. Liebe Freunde, und das war's mal wieder für heute. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe meine alten Damen auch noch mal quasi schwarz-weiß eingefärbt und mit zeitgenössischer Musik hinterlegt, nämlich aus der Hochzeit dieser Lokomotiven. Ich denke mir, das hatten sie mal verdient, mir hat's gefallen und ich finde, das passt wunderbar zusammen. Gebt mir doch mal eine Rückmeldung, wie es euch gefallen hat, das würde mich doch mal wirklich interessieren. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen und für euer Interesse. Ich sage tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal, euer Frank.